und mit Apfelstücken. Die Bäckerei gibt es seit 70 Jahren. Ich habe meine Großeltern gegründet nach dem Krieg. Dann hat sie meine Mutter geführt, weitergeführt und jetzt führen wir sie in der dritten Generation. Wir stellen alle Produkte, was wir haben, was wir verkaufen, noch selbstständig her. Mein Vater ist hier noch im Verkauf und dann haben wir noch einen Angestellter, der Boris, der ist auch noch morgens immer im Verkauf dabei. Ich bin der Lieferant hier. Die Traditionsbäcker, die ist vor 30 Jahren noch gegangen, das kennen Sie ja von früher noch, da sind sie reingegangen, der Bäcker war hinten drin gestanden. Ja, die Bäckerei müsse heutzutage einen Kaffee dabei haben, dass man Platz nehmen kann, dann brauchst du eine sanitäre Anlage und so, das ist heute gewollt. Und die Leute geben sich verdammte Scheißmühe, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist wirklich so. Es geht halt viel lieber tiefkühlen, dann wird aufgebacken, Sie kennen das ja, da wird rein, Teiglinge werden aufgebacken, dann holt man sie raus. Tut sie rein in die Ablage rein und dann war gut. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Bäcker oder ein Großbäcker 20.000 Brötchen in der Stunde rausmacht aus der Maschine. 20.000? Das ist Wahnsinn. Wenn noch jemand was selbst macht, die Leute schätzen das ja nicht. Sie kommen rein und sehen sie den Preis und denken, oh Gott, der will für eine Brezel 70 Cent, 80 Cent. Ja, ich gehe zum Netto und dann kriege ich sie für 29. Aber nachdem ich viele Jahre im Staatstheater aktiv war, vor über beinahe 30 Jahre, bin ich jeden Tag hier rein und habe mir hier meine Brötchen geholt. Großes. Also hier schätze ich zumal den überschaubaren Bereich hier, dass man sehr persönlich aufgenommen wird. Die Familie Gottarani, die Susanne, die jetzt gerade hinter mir steht ebenfalls und die Chefin früher auch. Das war ein total wunderbares Verhältnis zu allen. Es sind auch sehr viele Künstler morgens hier reinkommen, das kann ich jetzt nicht mehr so beurteilen, die hier gefrühstückt haben. Also diese großartige personelle Betreuung hier bei der Bäckerei, das ist fantastisch. Und bis zum heutigen Tag schätze ich das noch, obwohl ich jetzt schon 10 Jahre im Ruhestand bin. Tschüss, gute Verrichtung. Allee. Tschüss, mach gut. Allee. Allee. Ich esse Brezel gern. Brezel. Habt ihr was da heute für uns, für die Abo? Ja. Die gab gestern, wo die Sache geblieben ist. Und dann nehmen wir für die Abo. Wir kommen jeden Morgen und dann, was übrig geblieben ist, holen wir ab. Eine Anlauf- und Kontaktstelle für Drogengebraucher und Drogengebraucherinnen. Und da kommen dann die Sachen hin auf die Theke. Die können sich die Leute umsonst mitnehmen und freuen sich. So. Oh je. Yeah. Halleluja. Herr Boris, der kleine Schmuck.